Hallo meine lieben Freunde und weiter geht's bei Gothic 3. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt in die Arena gehen. Warum wir das machen werden? Weil wir es können. Nein, weil ich es einfach kann. Um einfach den Ruf hier hochzukriegen. Lass mich in Ruhe. Und Champion zu werden. Einfach nur mal so. Hey, yo! Du siehst kräftig aus, Mora. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen in meiner Arena? Lass mich in der Arena kämpfen. Gut, dann steig in die Arena. Dimitar wird dein Gegner sein. Komm her! So, der erste Kampf gewonnen. Mal schnell was futtern. Gut gekämpft, Mora. Scheiße, tut das weh. Ich will einen guten Kämpfer. Sehr gut. Gembak wird dich in der Arena erwarten. Kämpft! Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora! Es geht. Oh? Der nächste? Das war nicht schlecht. Du kämpfst gut, Mora. Aber Kulak ist immer noch Champion. Vergiss das nicht. Wer ist dein bester Mann? Kulak ist ungeschlagener Meister in Geldern, Mora. Ich will Kulak. Na schön. Ich habe dich gewarnt. Ab mit euch in die Arena. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora. Da. 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 Nichts als Glück. So. Sonst noch irgendjemand? Du bist ein verdammt guter Kämpfer. Willst du nicht für mich arbeiten? Ich soll für dich arbeiten? Ich würde es ja selbst erledigen. Aber es ist eine etwas heikle Angelegenheit. Mirzo, dieser eingebildete Mistkerl von einem Assassinen, verhüllt mich schon seit Tagen.
Jedes Mal, wenn er eine größere Lieferung bekommt, lagert er seinen Unrat direkt vor meiner Arena. Das macht er nur, um mich zu ärgern. Ich würde ihm zu gerne mal einen Denkzettel verpassen. Ich kümmere mich drum. Gut, aber töte ihn nicht. Sonst hast du mehr Ärger am Hals, als du dir leisten kannst. Ich denk darüber nach. Könnte okay. Entschuldigung. Assassiner, wo ist denn der Assassiner? Mach hier keinen Ärger, klar? Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft, Sohn des Mutes. Suchst du Waren aus der fernen Wüste oder bist du auf der Suche nach seltenen Artefakten? Bei mir wirst du fündig. Du verkaufst Artefakte? Welch merkwürdige Frage, Sohn des Mutes. Weißt du denn nicht, wo du hier bist? Das ist Geldern, das Sammelbecken für alle Artefaktjäger des Landes. In keinem Teil Myrtanas gibt es mehr Artefakthändler und Suchende als hier. Am besten du erledigst das selbst. Woher bekommst du deine Artefakte? Ich bitte dich, mein Freund. Was für ein Geschäftsmann wäre ich, würde ich dir meine Quelle preisgeben. Es wäre besser, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst, Sohn des Mutes. Ich hau dir jetzt im Namen von Agenak ein paar aufs Maul. Du bist ja mutig. Na schön, dann zeig mal, woraus du gemacht bist. Du bist keine Herausforderung für mich. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja. Warum nicht? Ach, Alter. Am besten, du hältst dich lang aus. Mirze hat aufs Maul bekommen. Respekt. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Das lasse ich mich einiges kosten. Würdest du mich im Kampf unterrichten?
Was haben wir denn noch für Missionen hier? Verschwinde! Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Mach hier keinen Ärger, das klar? Ist immer was zu erledigen. Willkommen in Geldern, Fremder. Was kann ich für dich tun? Du bist Händler? Richtig. Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Du redest wie einer, der das Diebeshandwerk versteht. Ich kenne viele Diebe. Das bringt der Artefakthandel so mit sich. Ich selbst bin allerdings nicht so bewandert in diesen Dingen. Aber ich hörte, dass Laris, einer der größten Diebe Myrtanas, in der Stadt sein soll. Ich kenne Laris. Ich könnte ihn dir vorstellen. Würdest du das tun? Mensch, das wäre mir glatt 1000 Goldmünzen wert. Ich sehe, was ich tun kann. Entschuldigung. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Der Artefakthändler Jared würde sich ein Bein ausreißen, nur um dich mal kennenzulernen. Ich habe schon von Jared gehört. Er macht gute Preise. Ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Mach das. Die Frage ist doch eher, wie kommen wir jetzt hier weiter? Sieh an, ein neues Gesicht in meiner Stadt. Suchst du Arbeit? Wer bist du? Ich bin der Anführer der Söldner in Geldern. Mein Name ist Samuel. Was gibt es in Geldern zu tun? Geldern ist die Stadt der Minen und Artefaktsammler. Wir Söldner sind dazu abgestellt worden, die umliegenden Minen zu erschließen und zu sichern. Und ich kann dir sagen, dass es sich für uns immer gelohnt hat. Wenn du ehrliche Arbeit nicht scheust, kannst du hier einen guten Schnitt machen. Zeig mir deine Ware. Ich will bei euch mitmachen. Das höre ich gerne. Dann pass mal gut auf. Wenn du vom Nordtor von Geldern aus dem Weg folgst, findest du eine noch nicht erschlossene Höhle. Geh und sieh nach, ob es sich lohnt, eine Mine dort zu errichten. Am besten, du machst doch gleich das ganze Ungeziefer platt, das es dort gibt. Verstanden? Ja, na klar. Na klar. Ja, warum nicht? Na klar. Richtung Norden. Bestimmt die da.
Ja. Ich sag's mal so, also ergiebig ist auf jeden Fall die Mine. Ich räuber die erstmal aus und dann sag ich dem Typ Bescheid. Ein paar Goldadern sind hier auch wieder, also von daher. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Thank you.
Da geht's wieder zurück. Ich habe mir die unerschlossene Mine im Norden von Geldern angesehen. Die Mine dürfte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich werde sofort alles Weitere veranlassen, damit das Schürfen beginnen kann. Dich kann man gut gebrauchen, Fremder. Hier ist dein Sold. Stör mich nicht. Mach hier keinen Ärger, klar? Hi. Du schaust mich an wie selten so einen starken Blick bei eurem schwachen Volk gesehen, Mora. Was machst du hier? Ich jage Droiden mit meinem Suchttrupp im Auftrag unseres Anführers, Grog. Man sagte mir, dass es im Süden ein Lager von Weitläufern geben soll. Dort hat sich einer von ihnen versteckt. Ein besonders hartnäckiges Exemplar. Sein Name sei Thorn, heißt es. Beim Rumsitzen wirst du den Droiden Thorn nicht erwischen. Sei nicht so frech. Selbst wenn du ein Kämpfer bist, ich verspreche dir, dass du dich nicht mit mir messen willst. Also sei vorsichtig. Ich sollte Grog melden, dass du ein faules Schwein bist. Jetzt reicht's, Mora. Du wirst mich nicht mehr verhöhnen. Niemand besiegt mich, Mora. Entschuldigung. So, das war der Faule. Zeig mir deine Ware. Mehr hat er nicht, oder was? Arschloch. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. Auf mit der Scheiße.
wenn sie dich geschickt haben, mir zu sagen, dass es schneller gehen soll. Wie bitte? Schon gut. Ich dachte, du wärst hier, um die nächste Lieferung an die Orks einzufordern. Was lieferst du den Orks? Ich bin Alchemist, was werde ich schon für die Orks machen? Tränke natürlich. Dieses kriegerische Volk hat einen unmenschlich hohen Verbrauch an Heil- und Mana-Tränken. Kannst du mir Tränke verkaufen? Nicht nur das. Ich habe auch einige seltene Artefakte. Interesse? Zeig mir deine Ware. Aber der hat Fläschchen. Auch wenn er kein Wasser hat, er hat Fläschchen. Ja, das muss gehuldigt werden. Die Heiltränke nehme ich diesmal auch mit. Komm, Gold austauschen. Aber in Geldern gibt es nicht so viel zu holen. Da bin ich ganz ehrlich, also... Das in der Hauptstadt, das war schon so ein Ding, wo ich mir sagen könnte, okay, ja, da hast du richtig zulangen können, aber hier? Am besten, du hältst dich da raus. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Klar, warum nicht? Das hätte er doch besser wissen müssen. Ist das dein Ernst? Ich weiß, Mann, ich weiß. Am besten, du hältst dich da raus. Möglich ist alles. Kann dir doch egal sein. Scheiße. Wie viel mal? 56 Mal gebratenes Fleisch? Ist das dein Ernst? Ich weiß, Mann, ich weiß. Klar, warum nicht? Na, die Verwandlungstränke, die könnte ich eigentlich alle verkaufen. Zeig mir deine Ware. Kann dir doch egal sein. Möglich ist alles. Am besten, du erledigst das selbst. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ernsthaft jetzt so? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Zeig mir deine Waffe. Ich erledige den Druid. Das glaube ich eher. Ich weiß leider nicht, was ich noch machen soll. Oh.
Was haben wir denn noch vor Mission hier? Bringen Nemrod das Artefakt aus dem Norden. Also es gibt mehr als genug Missionen noch da drin, ne? Wie zum Beispiel die 6, Teller. Zeig mir deine... Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.